Hallihallöchen, heute geht es um Visceral Games. Und zwar, EA hat ja Visceral Games geschlossen. Das ist, finde ich, ein Eingeweidegriff ins Klo. Eingeweide. Wegen Visceral. Und Eingeweidegriff wegen Bloodborne. Egal. Und zwar ist es so, Electronic Arts hat ja das Entwicklerstudio Visceral Games geschlossen. Angeblich, weil es so ein Chaos dort war. Und deswegen wurde es geschlossen. Die haben aber gerade an dem Star Wars Spiel gearbeitet, wo ich schon richtig hyped war, weil es kommt ein Singleplayer-Star Wars Spiel, vielleicht wie Zwickota und ich, holy shit. Zwickota oder zumindest so wie Unleashed. Die Produktion, also die Regie, wurde ja geleitet von der Uncharted-Autorin. Das finde ich überhaupt cool, wenn es ein Star Wars Spiel wie Uncharted wird. Hyped. Und jetzt wurde das Studio geschlossen. Die Fans weinen. Aber naja, das Schlimmste ist jetzt überhaupt, das Projekt wird jetzt halt an dem Studio von EA Vancouver weitergegeben und auch weiterentwickelt. Und dort soll es unter einem anderen Fokus weitergeführt werden. Und zwar soll das Game jetzt as a Service Ansatz Scheiß Teil sein wie Destiny. Da habe ich keinen Bock drauf. Und jetzt, erstens, warum wurde Visceral Gaming geschlossen? Erstens, weil es ein Chaos war. Das sagt jetzt EA. Allerdings meinen sie jetzt mit Chaos unorganisiert oder meinen sie mit Chaos, dass sie einfach nicht 1:1 das machen wollten, was EA ihnen vorgeschrieben hat? Ich meine, okay, ich verstehe, EA gibt einen Auftrag und den haben sie zu erfüllen. Aber ich glaube, dass da einfach bei Visceral etwas dagegen gegangen ist. Ich denke, die wollten halt einfach kein Destiny 2 machen. Destiny mit Star Wars obendrauf und dafür wurden sie bestraft, was ich echt schade fand. EA hat zwar gesagt, dass es darum nicht ging, dass irgendwas nicht gemacht worden sei. Aber ich glaube, wir wissen ziemlich sicher, dass es darum ging. Also ich denke schon, das war, weil EA will ja wieder Money haben und Game as a Service klingt eigentlich gleich wieder mal nach Microtransaction. Dazu haben wir schon ein Video gemacht und Lootboxen und das ganze Video. Und ehrlich gesagt will ich kein Games as a Service Scheiß von Star Wars. Jetzt zu Visceral noch, sind ja die Entwickler von Dead Space, deswegen kennen sie sich sozusagen mit diesen Third-Person-Story-basierenden Games ja relativ gut aus. Dead Space ist ja so Horror-Shooter-mäßig, sind auf jeden Fall beliebte Spiele. Naja, und wie gesagt, ist es halt jetzt eher geschissen, dass das Studio geschlossen wurde und jeder Fan hat sich auf das Spiel gefreut. Das Spiel hätte ja angeblich 2019 dann schon rauskommen sollen. Und jetzt können wir wieder ewig auf ein Singleplayer, leider Games as a Service, Spiel warten. Und darauf habe ich keinen Bock. Jetzt ist natürlich so das Problem. Dead Space und so waren laut eigenen Angaben finanzielle Flops, sind aber trotzdem beliebt. Und wenn ich jetzt schaue, Destiny hat zwar einige relativ mittelmäßige Reviews bekommen, insgesamt trotzdem noch okay, und hat sich wahnsinnig oft, also wirklich extrem oft verkauft, auch jetzt Dings Destiny 2 da, auch super oft verkauft. Das Problem ist hier, EA sieht jetzt die ganzen Zahlen und denkt sich, natürlich, Destiny 1 und die ganzen Spiele in die Richtung verkaufen sich öfter und bringen mehr Geld. Jetzt wollen sie die ganze Zeit diese Spiele rausbringen und ich verstehe das im ersten Moment, weil natürlich mehr Geld, aber im zweiten Moment werden dadurch immer mehr Gamer ausgeschlossen, denn man hat praktisch Millionen von Gamern, die dadurch einfach nicht angesprochen werden. Zum Beispiel, ich wurde von Destiny nicht angesprochen. Und das ist dann auch ein Downgrade, finde ich, fürs gesamte Studio, wenn sie nur diese Art von Spielen machen, die mich nicht ansprechen. Zum Beispiel bei Dead Space habe ich zwar noch nie gespielt, habe deswegen auch nicht dazu beigetragen, an dem Verdienst, den sie an dem Spiel gemacht haben, aber wenn ich zum Beispiel Visceral Games höre, dann höre ich auch gleichzeitig Dead Space mit und weiß, aha, das war ein gutes Spiel, deswegen ist dann die Chance, dass ich bei denen Star Wars gekauft habe, wissend, dass sie Dead Space gemacht haben, hätte ich mir wahrscheinlich bei denen eher Star Wars gekauft, einfach weil so ein guter Vibe mitschwingt. Wenn aber jetzt das sagt, okay, EA Vancouver ist es, die praktisch nur noch so eine Art Produktionsmaschine für Geld sind, einfach jedes Spiel rausscheißen, dann kaufe ich mir das Spiel nicht. Ich will da jetzt mal ganz kurz schön GameStar zitieren. Und zwar haben sie das ganz schön gesagt. Was heißt das jetzt eigentlich für EA? Sie bringen eigentlich gerade ein Battlefront 2 raus, was ein Multiplayer-Spiel ist und Lootboxen hat. Sie haben die Singleplayer-Spiele
und Need for Speed und das Ganze, was auch noch rausbringen, dann haben sie noch sowas wie eigentlich Destiny und ein Multiplayer-Spiel Anthem, was eigentlich ein riesiges Spiel ist, wo man mit Freunden spielt. Und was heißt es, was die auch dann in Games noch gesagt haben, was wird das dann eigentlich für ein Star Wars Spiel? Wie kann man das dann unterscheiden zwischen Battlefront 2 oder wird das auch wieder nur so ein Multiplayer? Wird es überhaupt unterschieden werden? Ich meine, ich stelle mir vor, dass es wahrscheinlich ein bisschen mehr Story-driven wird, aber halt trotzdem so ein Multiplayer. Und das ist halt dann auch wieder ein bisschen für EA ein Problem, weil irgendwann wird es den Leuten schon auffallen, weil das sind jetzt Spiele, zum Beispiel Destiny und so, die werden halt schon länger gespielt. Das sind jetzt keine Uncharted-Spiele, die hast nicht in 3 Abenden durch oder einen fetten Abend, sondern da hocken die Leute Monate dran, weil natürlich, die investieren da Geld drin. Außerdem haben sie ja auch ihr riesiges MMO-Game, Star Wars The Old Republic. Das haben sie ja auch noch, also wozu jetzt noch ein Games as a Service, nicht einfach mal ein Singleplayer her. Und jetzt kommt halt, das praktisch, jetzt haben es 4-5 Spiele, also teilweise halt noch in Planung, aber alles angekündigt und so weiter, manches heraus, die auf demselben Prinzip aufbauen, dasselbe Genre sind und dieselben Leute ansprechen. Und das Problem ist, wenn ich jetzt einer von diesen Leuten wäre, kaufe ich mir ein Spiel, vielleicht zwei, aber ich kaufe mir sicher nicht alle. Weil wenn ich da jetzt so viel Geld rein investieren möchte, dann tue ich das aber trotzdem sicher nicht bei allen, weil so viel Geld haben einfach die wenigsten Menschen. Und da muss man halt auch schauen, ob das dann überhaupt klug ist, die ganze Zeit nur diese eine, doch, sie haben ja ein bisschen Geld, weil sonst täten sie es ja mit dem Microsoft nicht versuchen, also nicht funktionieren, dass sie das praktisch so rausmelken, also Cash Cow nennt man das im Englischen, ich habe dafür keine deutsche Übersetzung, aber das praktisch zu Tode ausschlachten, genau das ist das Wort. Diese Gamer-Klasse hier auszuschlachten, während die anderen komplett leer ausgehen. Das ist, finde ich, für beide Gamer-Klassen dann überhaupt nicht gut. Versteht uns aber nicht falsch. Es kann auch sein, dass Destiny ein super geiles Spiel ist, aber uns es trotzdem nicht anspricht. Es kann auch sein, dass das Star Wars-Spiel, was dann 2045 rauskommt, einen super geilen Singleplayer hat und wirklich immer wieder zurückkommen will, weil das wirklich so ein geiles Star Wars-Spiel ist. Ja gut, das können wir dabei noch nicht wissen. Dabei regt es mich eigentlich nur auf, dass es ein Games as a Service ist, weil ich wollte eigentlich nur ein Singleplayer, was ich alleine spielen kann und was so, keine Ahnung, mal 40 Stunden Story hat und was wirklich geil ist, wie Horizon Zero Dawn. Ja, das hat jetzt auch nicht nötig, Lootboxen und irgendwas zu haben. Das Spiel war einfach geil. Unser Problem ist halt jetzt auch wirklich nicht Destiny, ist sicher ein gutes Spiel. Bin ich mir relativ sicher, dass es ein gutes Spiel ist. Allerdings möchte ich nicht, dass ich in den nächsten 10 Jahren 40 Destinies habe. Also einfach Destiny, dann gibt's Schmestany, dann gibt's Kestany, dann gibt's Cancer. Und es ist einfach alles dasselbe. Es ist das mehr oder weniger einfach dasselbe, nur mit einem anderen Namen. Und das möchte ich nicht. Aber EA hat uns ja auch bei der E3 eigentlich überrascht, weil sie, also wir dachten, dass sie vielleicht mal an auf der Community hören und sogar mal ein Only-Koop-Game rausbringen und den Indie-Entwickler und die Arme greifen und das Ganze. Das hat uns eigentlich ziemlich überrascht, dass sie eigentlich ziemlich geile Spiele rausbringen. Aber trotzdem ist es EA. Ja, man merkt es halt. Aber das Spiel, das fand ich, war ein Lichtblick. Aber jetzt sind wir schon wieder in einem richtig fett langen Tunnel. Ein Tunnel, der eventuell Jahre oder Jahrzehnte andauern könnte, weil EA praktisch dann so als Vorreiter für andere Studios ist, wenn das funktioniert, das mit diesen, wir machen immer dasselbe Spiel, nur mit anderen Namen. Und das ist, finde ich, ein bisschen problematisch. Ich habe ja das Video von GameStar angeschaut, EA schließt Visceral Games von wegen Singleplayer ist tot, Talk. Und ich habe halt mal als Kommentar geschrieben, weil das hat mich richtig aufgeregt, dass ich mein Star Wars Spiel nicht bekomme, weil ich liebe Star Wars. Habe ich ja geschrieben, Mann, wie ich Ehe hasse, warum können die Star Wars Game nicht von einem anderen gemacht werden? Logisch, ich weiß, die haben die Lizenz dafür und nur sie dürfen es machen, logischerweise, klar. Worauf ich eigentlich hinaus will, warum ich das jetzt gerade sage, dass sehr viele zurückgeschrieben haben, dass es eigentlich EA scheiße ist. Und sehr viele haben das auch geliked, so 314 Likes. Dann gab es halt eine, der was zurückgeschrieben hat: Was habt ihr eigentlich alle gegen EA? EA macht einfach gute Spiele und EA gibt sich auch ziemlich viel Mühe. Die meisten Leute hassen EA nur, weil ein paar Firmen geschlossen wurden, die in den 90ern oder 2000ern irgendwelche halbwegs guten Spiele produziert haben. Also da kann ich so überhaupt mal nicht zustimmen.
EA macht halt gute Spiele von der Grafik her, aber manchmal fühlt sich das Ganze leblos an, sagen wir so. Und ich habe zwar jetzt die Dead Space-Spiele nicht gespielt, ich habe, glaube ich, von Dead Space 3 oder mal ein Let's Play gesehen, aber es hat einfach viel mehr Charakter, ist so das typische EA-Spiel. Ich meine, zum Beispiel, ich habe mir jetzt auch FIFA 18 für die Switch gekauft, habe, auch wenn es ein bisschen abgespeckt ist, habe ich damit recht viel Spaß, aber ist es jetzt ein Spiel des Jahres oder ein Spiel, an das man sich in 20 Jahren erinnern wird? Nein, weil nächstes Jahr kommt FIFA 19 raus. Und nächstes Jahr kommt, oder übernächstes Jahr kommt vielleicht ein Destiny 3 raus. Und dann redet keiner mehr über Destiny 2. Weil es dasselbe ist, nur halt noch 3 Pixel mehr und noch 4 Lootboxen mehr. Es ist halt so eine richtige Marketingfirma und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Da kann die Community eigentlich richtig scheißen gehen. So. Und jetzt, da wir schon langsam unseren Depressionen verfallen und in ein tiefes Loch sinken, würde ich mal sagen, würde ich jetzt mal sagen, an dieser Stelle beenden wir auch das Video und wir sehen uns wieder beim nächsten Rage-Scheiß-Video. Tschüss, Sikorski. Bye, bye.